Vielleicht kennt ihr jemanden mit dem Luxusproblem, dass er nur einen Raum zur Verfügung hat und sich nicht entscheiden kann, ob es ein Heimkino oder doch ein Partyraum werden soll. Dass auch beides in einem Raum möglich ist, das zeigen wir euch in diesem Video. Herzlich willkommen bei Avitect. Heute dürfen wir euch ein ganz besonderes Heimkino aus der Feder des Avitect Studio Lübeck zeigen, nämlich das Heimkino von Fabian. Und Fabian hat bei diesem Projekt alles richtig gemacht, und sich mit Thorsten früh in der Projektphase einen Profi mit ans Board geholt. Fabian hat mich angerufen und ähm, sagte mir, er baut eine Gewerbehalle. Unten nutzt er das gewerblich und oben äh, möchte er dann dementsprechend das privat nutzen. Und da ist dann auch ein Raum geplant, den er als Kino für sich privat ausrichten möchte, einrichten möchte. Und da äh, habe ich auch gesagt, wir brauchen dann äh, Grundrisse und äh, ich würde das gerne sehen, was natürlich ein bisschen schwierig war, weil die Halle war noch gar nicht gebaut. Dann bin ich zu ihm äh, hochgefahren und habe mir das auf den Plänen angeguckt und dann hat er mir ein Foto gezeigt und hat gesagt, so soll es aussehen. Also von dem, äh, wie es aussehen soll, hatte er ziemlich genaue Vorstellungen. Ganz genau. Also zum einen äh, passte es halt einfach farblich total. Also es war sehr, sehr ansprechend aus unserer Sicht. Es ähm, sah auf dem ersten Blick halt einfach toll aus. Ja, und wenn dieser Wow-Effekt da ist, ähm, dann guckt man sich natürlich halt alles mal ein bisschen genauer an. Und ähm, ja, wir haben es quasi sehr, sehr ähnlich dargestellt und äh, sind mit dem Resultat sehr zufrieden. Falls auch ihr mit dem Gedanken spielt, euch ein Heimkino installieren zu lassen, dann lohnt es sich auf jeden Fall zunächst ein paar Inspirationen im Internet zusammen. Hier empfehlen wir neben der Arvitect-Webseite Pinterest. Die Architekten entwickeln dann ein Konzept, das genau auf eure Vorstellungen zugeschnitten ist. Doch zurück zu Fabians Heimkino. Was die Optik angeht, hatte Fabian klare Vorstellungen. Nicht jedoch bei der Technik. Also, was das angeht, wirklich total blank, muss man wirklich ehrlich gesagt sagen. Natürlich hat man irgendwelche Vorstellungen, dass man sagt: okay, der Klang, der muss natürlich äh, so gut sein, wie halt auch in einem richtigen Kino, natürlich aber ähm, ich bin da eher weniger der Technikfreak in dem Augenblick gewesen, sondern mir ging es halt eben darum, die optische Gestaltung halt eben zu übernehmen und dann halt eben ja von einem Profi wie Thorsten ist es sich dementsprechend halt eben auch beraten zu lassen. Von der Technik her, ähm, egal was ihm nicht, aber da hat er mir da so ein bisschen freie Hand gelassen. Da habe ich ihm dann Vorschläge gemacht, was macht Sinn, äh, was kann man dort verwirklichen und wir haben dort auch wieder dann den Vorschlag gemacht, wie öfter mal, dass man eben sagt, wir müssen eine Leichtbauwand ziehen, was hilfreich ist, um dann Lautsprecher zu verstecken, damit die eben nicht dementsprechend im Raum sind. Und das haben wir da verwirklicht. Doch bevor wir uns der Technik widmen, wollen wir uns den Raum erstmal grundsätzlich anschauen. Eine Besonderheit ist direkt die Lage des Kinoraums. Während die meisten Heimkinos traditionell im Keller errichtet werden, befindet sich dieser Kinoraum direkt neben dem großen Wohn-, Ess- und Kochbereich. Konnte auch ganz gut hier entstehen, weil wir halt von Beginn an eben auch auf den Schallschutz extrem geachtet haben. Also wir haben äh, Vorsatzschalen, ähm, haben, die, haben die Wände extrem gut gedämmt, haben eine Schallschutztür, so dass man tatsächlich, wenn man halt auch relativ äh, ja, laute Musik hört oder einen Film guckt, der halt auch einen entsprechenden Bass halt hat, dass man das im Wohnbereich so gut wie gar nicht hört. Der erste Eyecatcher begegnet einem direkt an der Tür. Hier ist ein ganz besonderer Digitaldruck aufgebracht, der seine ganz eigene Geschichte hat. Also es ist tatsächlich eben so entstanden, dass wir gesagt haben, wenn man halt eben diesen Kinoraum betritt, dann möchten wir halt irgendwie ein kleines Highlight an der Tür halt eben auch haben und es sollte eben auch farblich passen zu unserer Inneneinrichtung, aber auch zu der Inneneinrichtung des Kinos und äh, dementsprechend ähm, ja habe ich dieses Bild im Internet gefunden. Ähm, nur das Problem war halt eben seinerzeit, äh, dass wir bei Pinterest, wenn wir das Bild downgeloadet haben Halt, ähm, das Problem hatten, dass die Auflösung natürlich gar nicht gepasst hat. Und ähm, ja, da war natürlich das Ziel, dieses Bild halt eben von, von der Künstlerin dementsprechend selber zu bekommen. Aber es war sehr, sehr aufwendig, das erstmal rauszufinden, wer die Künstlerin ist. Das hat erstmal ein paar Wochen gedauert, bis man das dann wirklich recherchiert hat. Dann habe ich halt ähm, die Künstlerin gefunden, äh, welche aus Griechenland dementsprechend stammt, äh, Kontakt aufgenommen über Facebook, äh, monatelang hin und her geschrieben. Hin und wieder hat es auch sehr lange gedauert, bis ich eine Antwort bekommen habe. Aber irgendwann war es dann so weit, dass sie das Bild dann im Original nochmal ähm, für mich gemalt hat. Dann haben wir dieses Bild eben auf einem äh, ähm, ja, großen Scanner eben in Hamburg einscannen lassen und ähm, konnten dadurch halt dementsprechend wiederum den Digitaldruck eben auch an die Tür. Anbringen. Aber es war ein Prozess, der ja, über knapp anderthalb Jahre lief. Wenn man den Raum betritt, blickt man direkt auf zwei Sitzreihen mit jeweils vier Kinosesseln. Wir haben dort verbaut ähm, achtmal den Cinea Action. Ähm, vorne vier und auf dem Podest vier. Äh, mit äh, jeweils einem Motor drin. Das heißt also, man drückt drauf und geht dann in die Liegeposition und zurück. Ja, wir haben hier Probe gesessen äh, auf verschiedenen Sesseln und der Fabian hat gesagt, das ist völlig ausreichend, mehr muss da nicht sein. Die sind auch sehr kompakt, von daher, vom Platz her, man kann sie schön nebeneinander stellen und auch hintereinander nehmen nicht so viel Platz weg, weil wir mussten eben auch äh, hinter der Sitzreihe noch so einen kleinen Stehtresen in Anführungszeichen machen, falls mal mehr Leute kommen, dass sie da auch vernünftig stehen können. Von daher die Action-Serie und auch nur mit einem Motor. Also man geht in die Liegeposition und zurück. Von den Kinosesseln aus hat man dank der sorgfältigen Planung von Thorsten einen freien Blick auf die große Leinwand. Wir haben dort eine Bildbreite von drei Meter. Es ist eine Rahmenleinwand, eine Kontrastleinwand. Ich habe ihm zu einer Kontrastleinwand geraten, weil dieser Raum nicht nur als Kino genutzt wird. Er kann ihn zwar komplett abdunkeln, aber es ist meistens Licht immer irgendwo an. Oder häufiger mal. Und äh, aus diesem Grund finde ich, ist die Kontrastleinwand wesentlich passender. Auf die Leinwand projiziert ein Epson LSF1000 mit Laserlichtquelle und 4KI-Shift e sein Bild, den ihr ja bereits aus diversen Videos kennt. Kommen wir nun zum Sound. Verbaut hat Thorsten hier ein 7.1.4 Dolby Atmos-System, zusammengesetzt aus Lautsprechern aus der Dali Phantom-Serie, die von einem Denon AVC X6700 angetrieben werden. Damit sich die Lautsprecher unauffällig in den Raum einfügen, hat Thorsten die Gitter in Wandfarbe lackieren lassen. Während die vorderen Lautsprecher recht simpel in die Vorbauwand integriert werden konnten, hat sich das bei den Surround Lautsprechern deutlich komplizierter erwiesen. Aus Brandschutzgründen durfte hier nicht einfach eine Vorsatzschale errichtet werden, stattdessen hat einer der Handwerker von Fabian die Löcher für die Lautsprecher aus der massiven Wand ausgestemmt. Er hat schön geschimpft, ja. Links und rechts und hinten ist wirklich komplett massiv. Und so eine Halle hat dann auch noch richtig schwere Steine, also kein y oder irgendwas in der Art. Und da mussten die richtig buckeln. Ja. <laughs> ja. Fabian hat sich bei der Auswahl der Komponenten ja voll auf das Urteil von Thorsten verlassen. Aber natürlich hat Fabian auch einen sehr technikaffinen Kumpel im Freundeskreis, der ihm auch beratend zur Seite stand. Ja, den habe ich tatsächlich. Und ähm, der hat auch zu Hause bei sich eben einen Beamer. Und ähm, von daher waren wir da halt auch die ganze Zeit im Kontakt. habe ihn natürlich auch so ein bisschen nach dem, nach dem Rat gefragt, wie, wie seine. Meinung halt eben zu diesem ganzen Projekt äh, ist, so das war wiederum aber auch so eine Art Traum wiederum für ihn. Er, er hat einfach nur den Platz halt einfach nicht gehabt in, in dem Augenblick. Ja, als er dann natürlich nachher das, das Endresultat gesehen hat, er war aber auch allerdings in diesem ganzen Pro Prozess eben dementsprechend halt auch mit involviert. Und ähm, ja, er war natürlich auch hellauf begeistert, ne, als er das Resultat gesehen hat. Für den guten Bass sorgt hier ein SVS SB4000. Das ist der zweitgrößte geschlossene Subwoofer, den SVS anbietet, was hier nicht nur klangliche, sondern auch optische Vorteile bietet. Denn wie wir eingangs schon erwähnt haben, handelt es sich hier ja nicht um ein Heimkino, sondern auch um einen waschechten Partyraum. Und in einem echten Partyraum darf eine Nebelmaschine natürlich nicht fehlen. Ja, die steht hinter dem Subwoofer. Ich hatte den Subwoofer anders platziert, aber wir haben es wieder umgebaut, umgestellt, damit die Nebelmaschine dahin kann. Die steht in der Ecke, wo der Subwoofer ist und wird eben, wenn man reinkommt, durch den Subwoofer verdeckt. Man sieht die Nebelmaschine nicht. Ja, genau. <laughs> wo eine Nebelmaschine ist, da gibt es natürlich auch eine entsprechende Lichtanlage. Ja, ähm, ich habe auch noch einen weiteren Freund, der DJ ist äh, im Freundeskreis. Und äh, als ich den natürlich auch von diesem Projekt erzählte, da war natürlich auch total Feuer und Flamme und sagte natürlich, da, da muss dies rein, da muss jenes rein und so weiter und so fort. Ich sage, okay, der hat natürlich so ein bisschen das, das Diskothekdenken, sage ich jetzt mal, gehabt. Ähm, wir wollten es ja bewusst dezent machen und haben uns dann für zwei Moving Heads dementsprechend entschieden: äh, ein Laser und eine Nebelmaschine. Ähm, weil wir halt einfach gesagt haben, okay, wenn wir halt einen netten Abend hier verbringen, äh, eine entsprechende Party feiern, dann gehört natürlich nicht nur Musik dazu, sondern dementsprechend die, die Ambientebeleuchtung oder halt dementsprechend auch ein bisschen Nebel. Wer jetzt glaubt, dass die Lichtanlage mit Nebelmaschine schon das Highlight dieses privaten Partyraums ist, der täuscht sich. Wirklich sprachlos gemacht hat uns die Cocktailmaschine oder fachlich richtig die Cocktail-Dosieranlage. Ein Freund von mir baut diese Anlagen. Und baut aber auch Schankanlagen, von dem auch unser Tresen hier im Kino halt ist. Und ähm, wir haben uns einmal auf der Bootsmesse in Düsseldorf eben kennengelernt, wo diese cocktail anlage stand. Ähm, wir waren total begeistert. Wir wurden an dem Abend eingeladen halt, äh, zu, der, zu der Standparty. Und ich war total fasziniert vor dem, von, von, von diesem Gerät. Und ähm, der Hintergrund war halt eben auch, äh, dass wir ein Wassersportunternehmen haben und dass wir im Sponsoringbereich eben dort auch tätig geworden sind, haben eine gute Zusammenarbeit getroffen und diese Maschine nutzen wir dann halt unter anderem nicht nur privat, sondern halt eben auch gewerblich. Man muss sich das halt einfach so vorstellen, dass diese Maschine gemeinsam mit dem Cocktail Weltmeister letztendlich entwickelt worden ist. Das heißt, man muss sich das so vorstellen: Wir haben zwölf verschiedene Zutaten, die sind auf den Kopf gedreht. Dann hat man einen Rechner da drin und man hat die Möglichkeit über den Touchbildschirm dementsprechend sein Getränk auszusuchen. Und diese Dosieranlage arbeitet so, dass sie exakt immer gleich die Zutaten dementsprechend halt in den Becher reinzieht, so wie der Cocktail-Weltmeister dementsprechend auch seinen Cocktail mixen würde. Das heißt, jeder kann diese Maschine bedienen. Man braucht keinen, keinen großen Cocktailmaker mehr. Und das ist halt so das Interessante, dass jeder Cocktail innerhalb von fünf bis sieben Sekunden tatsächlich fertig auf dem Tresen steht. Und das ist dann natürlich schon relativ faszinierend, ja. Wir merken schon: Heimkino und Partyraum lässt sich wirklich gut vereinen. Doch es stellt sich schon die Frage, wie gut sich eine ausgelassene Party mit der mit Teppich verkleideten Heimkino-Hälfte des Raumes verträgt? Da gibt es ganz klare Regeln. Fabian sagt, getanzt wird ohne Getränk. Getränke gibt es nur am Tresen Und er hat auch gesagt, es ist bisher nichts auf den Teppich verschüttet worden. Und das Kino ist auch schon seit längerer Zeit im Betrieb. Also da ist bisher, toi, 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 kein Fleck auf dem Teppich. Getrunken wird am Tresen oder am, am Teppich oder auf dem Teppich wird getanzt, bzw. gesessen und Kino geguckt. Ja. <laughs> Also man kann tatsächlich sagen, dass es eine 50-50-Geschichte halt ist. Ähm, ich sage mal in den Wintermonaten eher vielleicht ein bisschen äh, überwiegt so ein bisschen der, der Kinobetrieb, sage ich jetzt mal, und, und eher in den Sommermonaten vielleicht hat eben der ja die Partys, sage ich jetzt mal in dem Sinne. Ähm, aber der Kinoraum wird halt eben auch relativ häufig genutzt, auch zu entsprechenden Fußballabenden mit Freunden. Ähm, also wir nutzen ihn schon relativ häufig ja. Natürlich gibt es aber kein Heimkino ohne den einen oder anderen Erweiterungswunsch. Und obwohl Fabian super zufrieden ist, gibt es natürlich auch hier noch kleine Stellschrauben, an denen Thorsten noch arbeitet. Fabian hat durchblicken lassen, äh, Apple TV wäre wohl vielleicht ganz schlau, weil, weil er damit dann wohl auch sehr viel guckt oder gucken möchte. Und eben, wie gesagt, die Steuerung. Äh, dass die Fernbedienungen dann irgendwann doch zu viel sind. Er muss immer sehr viel schalten, äh, Fernbedienung wechseln und das nervt dann wohl so ein bisschen. Und da müssen wir nochmal ran. Oft erleben wir es, dass das Heimkino ein reines Männerhobby ist und auch nur die Männer sich mit der Planung und Ausführung beschäftigen. Nicht so bei diesem Kino. Fabians Freundin war bei dem gesamten Prozess involviert. Sie war immer mit dabei. Sie war bei dem ersten Gespräch mit dabei. Sie war auf der Baustelle mit dem Einzeichnen, wo kommt was hin. Und sie war eigentlich immer involviert und äh, sie findet das auch gut. Also ich habe nie das Gefühl, dass sie irgendwie, ja mach mal und lass mich damit in Ruhe oder irgendwas. Nein, ganz und gar nicht. Ganz im Gegenteil. Also sie ist auch Feuer und Flamme, sie ist mit dabei und äh, die finde es auch richtig toll. Ja. Leider konnten wir Fabians Freundin nicht zu einem Interview überreden, aber wir haben es uns natürlich nicht nehmen lassen, Fabian zu fragen, wie sie das Endergebnis findet. Meine Lebensgefährtin ist absolut zufrieden mit dem Resultat. Wir waren ja auch die ganze Zeit am Überlegen, wollen wir es wirklich so gestalten. Und wie du ja eben schon richtig gesagt hast, ist es ja auch eine Kombination aus einem, aus einem Partyraum und Kinoraum. Und ähm, ja, da ging es uns natürlich halt eben auch darum, wirklich auch ähm, die perfekte Kombination eben auch zu haben. Und natürlich haben wir uns da wirklich sehr, sehr häufig drüber unterhalten und ähm, sie ist da auch sehr, sehr glücklich mit dem Resultat. Es freut uns sehr, dass Fabian und seiner Partnerin das Heimkino so viel Freude bereitet. Natürlich haben wir es uns da nicht nehmen lassen, Fabian zu fragen, wem er einen Besuch bei einem Architekten empfiehlt. Also, ich denke halt, wenn spätestens dann, wenn die Technik ins Spiel kommt, es tut sich ja sehr, sehr viel auf dem Markt, kann ich immer nur jedem empfehlen, wirklich einen Profi wie Thorsten mit ins Boot zu holen. Weil dann kommt man, glaube ich, als Laie schon relativ schnell an seine Grenzen. Man kann sich natürlich auch vieles aus dem Netz ziehen, ohne jede Frage. Man kann sich vieles angucken bei YouTube etc. Aber am Ende des Tages, denke ich mal, muss ja auch das ganze Konzept passen. So, und ähm, von daher war das aus unserer Sicht jedenfalls immer die richtige Entscheidung, dass wir da wirklich von Beginn an bis zum Ende eng zusammengearbeitet haben, dass äh, die Ideen auch wirklich so umgesetzt worden sind, äh, ähm, ja, wie wir es wie in unserer Vision halt eben auch hatten. So und von daher ähm, Denke ich mal, wenn man jetzt nicht der absolute Technikfreak ist, sollte man sich da halt eben auch schon professionelle äh, Unterstützung ähm, beiziehen. Wir hoffen, euch hat dieses Heimkino gefallen und wir konnten euch ein wenig inspirieren. Wenn ja, dann lasst uns doch ein Like da und abonniert den Kanal. Dann können wir euch schon in Kürze jede Menge neue Referenzen zeigen. Bis dahin, euer Ecky Schmidt und das Architektenteam.